Servus Leitels und herzlich willkommen zur ersten Folge auf der Ellerbach. Ja, ist in der Art wie ein RP-Projekt, aber es ist an sich kein RP, weil wir bloß drei Leute da drauf sind. Der Basti, der Maxi und ich und ja, nur so kurz, also wir spielen es jetzt als war es ein RP, aber ja, so gesehen ist keins. Wir spielen halt jetzt einfach da ein bisschen realistischer und ja, ich spiele da so einen alten Grantler, wer bayerisch weiß, was, wer bayerisch co weiß, was das ist und ja, ist halt ein älterer Mo. Ich habe einen Haufen Fädel, die sind verfault. Das liegt daran, weil ich eine OP gehabt habe. Zum Teil. Und ja, viele neue Sachen trotzdem auf dem Hof. Und ja, in der Folge ist jetzt seit Frühjahr und mit denen jetzt seit einen Hof anbauen. Ja. DGA und Kier habe ich. Hähner möchte ich mir auch noch holen. Und ja, ich dachte, wir fangen einfach an. Und gegen einen kleinen Ei. Falls ihr euch wundert, was da so pfeift, das ist Blinkern. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ja. So. Da war letztes Jahr der Mais drauf gestanden. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht ganz realistisch, aber die Zeit haben wir nicht, dass wir da lang rumdehren. Das ist unser Deiz Agroton, unser neuester Bullock. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob er Hofer läuft. Schauen wir mal. Wie gesagt, viel Innenansicht am Abend. Fangen wir mal langsam an, ist besser. Ja, da links das Silo, das gehört auch noch mir. Ebenso wie mein Werkstatt, mein Schrauberhäusl und mein Hoftankstelle. Und ja, der Basti macht dann Schafhof und der Maxi war noch nicht auf dem Server, aber wir werden mal sehen, was er dann macht. Und genau, Basti spielt den Toni Sauer, ich bin der Josef Reil und ja. Wir spielen das Ganze dann auch so, dass wir uns gegenseitig dann immer wieder unterstützen. Gegenseitig und ja. Jetzt werde ich sagen, wechsle ich mal auf meine Stimme, die ich versuche durchzuhalten. Das wird aber anstrengend, das kann ich euch gleich sagen. Und ja, ich bin's der alte Grantler. Und ja. Bauen müssen. Und da habe ich auch nicht viel durch meine OP. Das ist ein bisschen kritisch aktuell und ja, so macht man das dann. Mal, ob man noch ein bisschen schneller Hofer sagen kann. Das war, glaube ich, ganz gut, aber so viel schnell darf man dann auch nicht werden. Hofern denken wir hauptsächlich für Strohbahn, weil wir bei den Kühen natürlich auch Einstrei brauchen und da eignet sich dann Hofer, glaube ich, am besten so. Warz müssen wir dann auch noch wo bauen, aber ich überlege, ob man den Warz dann halt nicht lieber einfach aus systematischen Gründen einfach häckseln deren dann. Und ja. Weil ich jetzt schon sagen, ich lasse das lieber mit der Stimme, weil das halt nie durch. Das ist jetzt schon anstrengend und wenn man merkt, dass es mir einfach nicht liegt. Vielleicht probiere ich später dann irgendwann nochmal. Und ja. Aber bayerisch reden die immer in dem Projekt schon. Ach, Rolli, ups, vor lauter Ratschen da vor Fomo uns gleich ein Projekt gehen. Sorry.
Scheiß. Er schiebt ein bisschen da. Und der, da weiß ich jetzt gar nicht, was da los ist mit der Sammaschine. Aber irgendwie liegt das wahrscheinlich am rutschigen Boden, weil es der letzten Tag auch ein bisschen geregnet hat. Und jetzt ist schön, jetzt müsste man natürlich anfangen mit dem Bauen, aber naja, schauen wir mal. Je nachdem, das halt am Hang dann hängt eben. Jetzt immer liegt es. Jetzt werden wir da ein Bild schneiden und ein bisschen herunter regulieren. Und dann müssen wir natürlich auch bei den anderen Bauern schauen. Ob wir denen dann irgendwas helfen können beim Osan, ob wir da ein bisschen Geld scheffeln, weil ich jetzt einen Haufen Geld durch die nicht geernteten Kartoffeln verloren eben habe und ja, das ist ein bisschen kritisch, aber das Maximum, da ist so. Das langt mir. Und da ist so, ziehen wir uns jetzt da einfach unsere Bahnen. Aber ich möchte es jetzt nicht so in die Länge ziehen, vielleicht macht man da dann eine Zeit lang.
So Leute, ich bin jetzt wieder da. Wir ziehen jetzt halt nur mal die ganzen restlichen Bahnen gemeinsam, hätte ich gesagt. Und ja, ist bis jetzt auch ganz ordentlich gegangen. Aber wir sind mal weggerutscht da schon an dem leichten Hang. Muss ich sagen, ist am Boden wahrscheinlich einfach geschuldet. Weil er natürlich jetzt auch nicht die meiste Leistung hat, der Agrodron. Aber er schafft es, die Saarmaschine auszufahren. Und um mehr geht es uns jetzt auch gerade gar nicht. Da muss sicherlich irgendwann noch ein anderer Bulldog mal her. Aber ja, vorerst lang unser Bär. Er schafft es, die Saarmaschine auszuziehen. Wieder eine zum Stellen in die Halle. Und das mit relativ guter Leistung. Und mehr braucht man ja nicht. Aber ich glaube, das Saar ist immer ein bisschen langweilig. Mehr oder weniger. Fürs Zuschauen. Ich mache jetzt das Vettel noch gemeinsam fertig. Und dann wird das zweite Video eben von der Ellerbach Timelapse vom Zahn, hätte ich gesagt, vom Weidern sei. Ich überlege mir, ob ich mir nicht dann GPS errichte, aber das macht für euch, glaube ich, jetzt erstmal keinen Unterschied. Und ja, so geht's. Aber passt sich gut von der Agrodrohne. Auf dem Hof, die Maschinen, die werdet ihr sicherlich noch alle kennenlernen. Und ja. Können wir mal auf dem Stream, auf Twitch oder auf YouTube dann mal zuhören, vielleicht, dass die, wo da auch aktiver sind, dann das zum Sehen kriegen wenigstens. Weil irgendwo müssen dann alle Vorteile kommen. So, kommt keiner, dann machen wir da auch mal schnell. Möglichst wenig zusammenfahren, auch wenn ich den Nachbarn das schon gehört da, der Strafe. Ich hätte die so gerne mal gekauft, aber ist nicht gegangen. Ich würde das nicht verkaufen. Wenn es meiner, ich habe einer mein Fädel noch, hat halt auch nicht verkauft. Aber der Hofmann lässt sich super sein. Ah, ob macht Thomas wieder nicht. Ich glaube, ich kriege auch schon ein Alzheimer. Und der Bub möchte den Hof auch nicht, da muss ich auch mal schauen, wer den Hof noch kriegt. Irgendwann. Aber gut, ich mache das jetzt noch fertig bis zur nächsten Folge und dann wird es auch Timelapse, gell? Bis dahin, ja, da ich einfach kurz sagen, Servus und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Servus.